Spiel vorstellen. Dafür ist jeder herzlich eingeladen, sich ein paar mitzunehmen. Die liegen, glaube ich, hier vorne bei den Verantwortern der Normandia auf. Nein, da hinten. Okay, genau dort. Da ist jeder eingeladen, herzlich sich ein paar mitzunehmen. Und natürlich ist auch jeder angehalten, sich zu überlegen, ein Abonnement abzuschließen. Ne? So. Zu den Vorträgen. Als erstes hören wir den Herrn Dimitros Kosoudis. Ich glaube, ich habe es richtig gesagt. Fast, ja. Fast, darf ich nochmal hören? Dimitrios Kisoudis, das ist kein Problem, das war es schon sehr gut. Und zwar, muss ich ganz kurz machen. Ja, was? Bitte? Ja. Und zwar zum Thema Start und Folgen im Laufe der Zeit. Herr Kisoudis ist geboren 1981 in Thüringen und hat an der Universität Freiburg zwischen 2001 und 2007 historische Anthropologie studiert. Er ist Mitglied in der AfD und erhält nun das Wort. Bitte schön. Danke sehr. Vielen Dank. Dem deutschen Volke steht 16 Meter breit über dem Portal des Reichstags. In der Präambel des Grundgesetzes heißt es, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk, Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt, dieses Grundgesetz gegeben. Der Bundeskanzler, die Bundesminister und der Bundespräsident leisten beim Amtsantritt den Eid: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden werde, so wahr mir Gott helfe. Mit diesem Volk ist eine historische Größe gemeint, die eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft hat. In jedem demokratisch verfassten Staat ist das Volk der Souverän. Niemand weiß das besser als Sie. Denn ihre Burschenschaften haben dafür gekämpft, dass das Volk die Fürsten als Souverän des deutschen Staates ablöste. Die Burschenschaften stehen an der Wiege der Nation und bewahren deren Erbe. Deshalb danke ich Ihnen herzlich, dass ich hier und heute über ein merkwürdiges Phänomen referieren darf. Über die Entstehung eines Multiminoritätenstaates, in dem die Deutschen zu einer Minderheit unter vielen werden. Eigentlich, so sollte man meinen, müsste der Begriff des Volks in einer Demokratie der zentrale Begriff sein. Ein Begriff, den die Politiker mit Ehrfurcht in den Mund nehmen. Aber das Gegenteil ist heute der Fall. Einerseits wird der Begriff des Volks umgedeutet zur Summe aller Staatsbürger. Andererseits ziehen Politiker, Journalisten und Juristen um den Begriff des Volkes, der über dem Reichstag prangt, der im Zentrum des Amtseids von Staatsspitze und Regierung steht, nach und nach ein Tabu. Es ist ganz so, als würden die tonangebenden Kreise dem neuen Volksbegriff selbst nicht ganz trauen. Als würde sich der Volksbegriff gegen die neueste Sinngebung sperren. Kaum jemand spricht noch vom Volk, fast alle von der Bevölkerung. Aber die Bevölkerung ist nicht das Volk. Bevölkerung sind alle Bewohner eines bestimmten Territoriums. Ob diese Personen in einem gemeinschaftlichen oder gesellschaftlichen Verhältnis zueinander stehen, ob sie durch einen gemeinsamen Glauben, gemeinsame Abstammung verbunden sind, darüber sagt dieser Begriff nichts aus. Diese Tabuisierung des Volksbegriffs zeigt die Vorstellung eines politisch formierten Volks soll nach und nach aus dem kollektiven Bewusstsein verschwinden. Denn die Summe der Staatsbürger vereinigt kein einheitlicher politischer Wille, wie es bei der Nation der Fall gewesen ist. Das Volk ist jeder, der in diesem Land lebt. Diejenigen, die schon länger hier leben und diejenigen, die neu dazugekommen sind. So nennt die Bundeskanzlerin, die die schwarz-rot-goldene Flagge angewidert zur Seite legt, die beim Abspielen der Nationalhymne von Zitteranfällen heimgesucht wird, den Souverän der deutschen Verfassung.
Aber sie spricht überhaupt nicht vom Volk, sondern von der Bevölkerung. Sie spricht weder vom Volk als Abstammungsgemeinschaft, noch spricht sie vom Staatsvolk. Die antideutsche Doktrin, die vor 20 Jahren noch das ketzerische Bekenntnis einer linksextremen Sekte war, wird heute offiziöse Staatsdoktrin. Wenn Linksextremisten das Burschenschaftsdenkmal in Eisenach beschmieren, so verfahren sie mit dem Nationaldenkmal nicht anders als die Kanzlerin mit der demokratischen Verfassungskultur. Das ist eine Schande. Aber wir dürfen nicht dem umgekehrten Fehler erliegen und den Volksbegriff als ein Monument auffassen. Tatsächlich ist der Begriff des Volks ein historischer Begriff. Er unterliegt einem Wandel und ist nur begreifbar in seiner Wechselwirkung mit dem Begriff des Staates. In der Paulskirchenverfassung heißt es unter Abschnitt 6, die Grundrechte des deutschen Volkes: Das deutsche Volk besteht aus den Angehörigen der Staaten, welche das Deutsche Reich bilden. Hier scheint noch der Föderalismus des Deutschen Bundes durch. Die Definition wird also gleichsam auf die Gliedstaaten abgeschoben. In der Bismarck-Verfassung ist vom Volk nur indirekt die Rede. In der Vorrede heißt es, die Fürsten schließen einen ewigen Bund zum Schutze des Bundesgebietes sowie zur Pflege der Wohlfahrt des deutschen Volkes. Nur stillschweigend konstituiert sich das Volk im Gegensatz zur früheren ständischen Gesellschaft als Rechtsgemeinschaft der Staatsbürger. Und das hat mehrere Gründe. Wegen der Kontinuität der Gliedstaaten war der Volksbegriff noch nicht problematisch, sondern wurde sozusagen einfach übernommen. Und wegen des nationalliberalen Kompromisses zwischen Bürgertum und Adelsstand blieb eine deutliche Konfrontation wie etwa in Frankreich aus. Und darin besteht auch die Stärke der deutschen Verfassungskultur. Was die Substanz des Volksbegriffs ausmacht, wurde in anderen europäischen Ländern im 19. Jahrhundert heiß debattiert. Abbé Sieyès, der Vordenker der französischen Revolution, schreibt, ich zitiere, der dritte Stand ist eine vollständige Nation. Das Staatsvolk fällt also mit dem Bürgertum zusammen. Und in der ersten griechischen Verfassung nach der Befreiung von den Türken heißt es 1822 lapidar, Volk seien alle einheimischen Bewohner des Territoriums Griechenland, die an Christus glauben. Die Substanz des Staatsvolks ist also religiös definiert, wobei die gemeinsame Abstammung im Wort Einheimische selbstverständlich vorausgesetzt wird. Der Grund dafür ist einfach. Der griechische Staat hat das Staatsvolk quasi vom Osmanischen Reich geerbt. Im Osmanischen Reich war die Identität der griechischen Minderheit durch das sogenannte Millet-System gewährleistet. Das Eherecht der griechischen Minderheit wurde vom Patriarchen von Konstantinopel geregelt, der als Ethnarch, als Vorstand des Ethnos der Minderheit fungierte. Mischehen mit der muslimischen Mehrheitsbevölkerung waren bei geistlichen Strafen wie Exkommunikation untersagt. Und deshalb ging das griechische Volk aus dem Befreiungskrieg im 19. Jahrhundert als Einheit hervor. Die beinahe 400 Jahre der Türkenherrschaft waren also eine Zeit der Ethnostase, des ethnischen Stillstands, die eine Ethnogenese, also eine Neugeburt des Volkes, überflüssig machte. Und ich erwähne Griechenland aus einem bestimmten Grund. Das Griechische kennt drei Volksbegriffe. Der erste Volksbegriff lautet Demos, wie er im Wort Demokratie vorkommt. Der zweite Volksbegriff lautet Ethnos. Er bezeichnet zum Beispiel die Heiden in der Bibel oder die Minderheit griechischer Abstammung im Osmanischen Reich. Ethnos ist also eine Abstammungsgemeinschaft. Und der dritte Volksbegriff lautet Laos. Er bezeichnet das Staatsvolk und auch die Bedeutung weltlich, wie sie in laizistisch vorkommt, steckt in diesem dritten Volksbegriff. An der Wiege des modernen Griechenland kommen beide Völker, Ethnos und Laos, Staatsvolk und Abstammungsgemeinschaft, zur Deckung. Aber auch in Griechenland gab es im 19. Jahrhundert einen Streit darüber, ob das Staatsvolk als Sprachgemeinschaft,
als Laos in diesem Fall zu definieren sei oder als Religions- und Abstammungsgemeinschaft, also Ethnos. Auf der einen Seite standen bildungsbürgerliche Aufklärer und auf der anderen Seite reaktionäre Kirchenmänner. Im konfessionell gespaltenen Deutschland kam eine religiöse Definition des Volkes nicht in Frage. Das deutsche Volk wurde daher als Sprachgemeinschaft definiert. Diese Tatsache wird heute als Argument dafür herangezogen, dass der deutsche Volksbegriff von Anfang an ethnisch neutral und inklusiv gewesen sei und der Merkelsche Volksbegriff gleichsam in bester Tradition stehe. Aber wie der griechisch-orthodoxe Volksbegriff schloss auch die deutsche Sprachnation eine gemeinsame Herkunft durchaus mit ein. So schreibt Johann Gottfried Herder, einer der Begründer des Gedankens der Sprachnation, 1770 in seiner Abhandlung über den Ursprung der Sprache, ich zitiere, was für Grund hätte ich nun, irgendwo in der Kette stille zu stehen und nicht, solange ich denselben Plan wahrnehme, auch auf die Sprache hinaufzuschließen. Kam ich auf die Welt, um sogleich in den Unterricht der meinigen eintreten zu müssen, so mein Vater, so der erste Sohn des Stammvaters auch, und wie ich meine Gedanken um mich und in meine Abfolge breite, so mein Vater, so sein Stammvater, so der erste aller Väter. Die Kette reicht fort und steht nur bei einem, dem ersten stille, so sind wir alle seine Söhne, von ihm fängt sich Geschlecht, Unterricht, Sprache an. Und der preußische Humanist und Staatsmann Wilhelm von Humboldt hält in seinem Bruchstück über den Nationalcharakter der Sprachen 1822 fest, dass mithin, wenn man die Nationen mit der Sprache zusammendenkt, in der letzteren allemal ein ursprünglicher Charakter mit einem von der Nation empfangenen in eins zusammengeschmolzen ist. Zwar darf man auch hier nicht und am wenigsten geschichtlich einen gleichsam festen Punkt annehmen, wo eine Nation ihre Sprache im Entstehen empfängt, da das Entstehen der Nation selbst nur ein Übergang in stetigen Reihen ist und sich ebenso wenig ein Anfangspunkt einer Nation als einer Sprache gedenken lässt. Die Sprachnation schließt also die Abstammungsgemeinschaft nicht aus, sondern ein, und beim sprachlichen Stammbaum ist die Abstammung immer mitzudenken. Wenn also Herder und Humboldt die Sprachnation anriefen, meinten sie nicht, dass die Sprachkompetenzstufe B1 die Zugehörigkeit zur deutschen Nation begründet. Sie meinten auch nicht, dass hinreichende mündliche Deutschkenntnisse nach der Sprachkompetenzstufe A2 dazu ausreichen sollten, um abgelehnten, aber geduldeten Asylbewerbern eine Aufenthaltserlaubnis zuzusprechen, wie es in Nordrhein-Westfalen bei jungen Erwachsenen und Ehegatten geschieht. Was sie meinten, war Folgendes. Die Nation ist eine Kulturgemeinschaft. Sie entsteht durch Überlieferung. Von Generation zu Generation wird ein Bildungsschatz weitergegeben, der Gemeinsamkeit begründet. Wo die Nation anfängt und wo sie aufhört, lässt sich nicht feststellen. Aber so wie die Bildung der Nation organisch stattfand, kann auch die Fortbildung nur auf organischem Weg und nicht durch Zwang geschehen. In dieser Vorstellung steckt noch durchaus Romantik. Ja, es gibt geschichtliche Brüche. Und ja, entlang dieser Bruchlinien können sich Nationen verändern, neu formieren oder sogar auflösen. Das bezeichnen die Begriffe Ethnogenese, Ethnopoiesis und Ethnostase. Die bürgerliche Revolution markiert den Punkt einer solchen Ethnogenese. Und heute stehen wir vor neuen Herausforderungen, für die uns die Worte noch fehlen. Die Nation hat bei allen Vorteilen einen Nachteil gegenüber älteren ständischen Formen des Zusammenlebens. In der Ständegesellschaft war die Familie die kleinste Einheit. Familienbünde organisierten die politische Herrschaft und schlossen sich in Allianzen zusammen, die durch gemeinsame Heirat zementiert wurden. Der Staat, so er als Flächenverband und Gewaltmonopol schon existierte, war dieser privaten Organisation eher übergestülpt.
Im Nationalstaat organisiert der Staat selbst das Zusammenleben der Menschen. Das wird schon deutlich, wenn in der Bismarck-Verfassung davon die Rede ist, dass die Pflege der Wohlfahrt des deutschen Volkes das Ziel des Bundes zwischen den Fürsten sei. Und ein Beispiel für diese virtuelle Solidarität der Staatsbürger ist die gesetzliche Sozialversicherung, die Bismarck einführte, um den Arbeitern den Staat, ich zitiere, als soziale Einrichtung schmackhaft zu machen. Arbeiter wurden dazu verpflichtet, Krankenversicherung, Unfallversicherung und schließlich auch Rentenversicherung abzuschließen. Dabei war diese Sozialversicherung von 1891 keineswegs sozialstaatlich im modernen Sinn. Sie bildete ein Sicherungsnetz für die Schwächsten und begründete keine undurchsichtige Umverteilung, von der Arme und Reiche zulasten der Steuerzahler gleichermaßen profitierten. Klar ist aber auch, im Nationalstaat ist nicht die Familie, sondern das Individuum die kleinste Einheit. Staatsunmittelbarkeit lautet der Kampfbegriff, mit dem rechte, reaktionäre Theoretiker die moderne Staatskonzeption immer wieder kritisierten oder ablehnten. Der Staat schaltet intermediäre Körperschaften, die zwischen Individuum und Staat vermitteln können, seiner Tendenz nach immer wieder aus. Und es waren immer Hilfskonstruktionen, mit denen jene Staatsunmittelbarkeit zeitweise überbrückt wurde. Dazu zählen etwa die Genossenschaften oder im Nationalsyndikalismus die Gewerkschaften, die den Einzelnen den direkten Zugriff des Staats entrissen und in schützende Glieder einbetteten. Und ja, auch die Burschenschaft kann als ein solcher Körper begriffen werden, der zwischen Staat und Individuum vermittelt. Wir müssen uns klar machen, diese intermediären Körperschaften sind keine Eigenart des modernen Staates, sie sind ihm sozusagen aus dem Fleisch gerissen. Nicht nur der sozialistische Staat, sondern auch der Nationalstaat beruht weniger auf organischer Verbindung als auf einer Vertragstheorie und auf der Unterwerfung der Staatsbürger unter das staatliche Gewaltmonopol. Die Staatsbürger kennen einander im Normalfall nicht persönlich. Die Solidarität zwischen den Bürgern wird auferlegt und formalisiert in Gesetzen und in Verwaltungshandeln. Erlebbar ist die Nation weniger im Familienleben als in nationalen Feiertagen, Mythen oder im gemeinsamen Kriegserlebnis. Was die Familie betrifft, spricht der Staat, der Leviathan, ähnlich wie Jesus Christus, der sagte, wenn einer kommt zu mir und nicht hasst sein Vater und seine Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern und auch noch sein eigenes Leben, nicht kann er sein mein Schüler. Ernst Moritz Arndt, ein nationalistischer Vordenker, der Ihnen allen ein Begriff ist, schreibt im Jahre 1807, also ein Jahr nach dem Untergang des Heiligen Römischen Reichs, ich zitiere, ein Volk zu sein, ein Gefühl zu haben, für eine Sache mit dem blutigen Schwert der Rache zusammenzulaufen, das ist die Religion unserer Zeit. Durch diesen Glauben müsst ihr einträchtig und stark sein, durch diesen den Teufel und die Hölle überwinden. Lasst alle die kleinen Religionen und tut die große Pflicht der einzig Höchsten und hoch über dem Papst und Luther vereinigt euch in ihr zu einem Glauben. Das ist die höchste Religion, zu siegen oder zu sterben für Gerechtigkeit und Wahrheit, zu siegen oder zu sterben für die heilige Sache der Menschheit, die durch alle Tyrannei in Lastern und Schanden untergeht. Das ist die höchste Religion, das Vaterland lieber zu haben als Herren und Fürsten, als Väter und Mütter, als Weiber und Kinder. Das Volk des Nationalstaats ist dem Kirchenvolk nachgebildet. Das Volk als Laos, nicht als Ethnos. Die Nation gründet auf dem gemeinsamen Erlebnis der nationalen Erhebung, später der Befreiungskriege, und geht dieses Erlebnis verloren, entfällt langsam der Grund für die nationale Solidarität.
Der Nation ist eine Obsolenz eingeschrieben, die zwar ungeplant ist, die aber mit unfehlbarer Gewissheit eintritt, wenn internationale Mythen an die Stelle der nationalen Mythen rücken. Und genau das ist heute der Fall. Denn was sind die Mythen unserer Zeit? Die multikulturelle Gesellschaft ist ein Mythos unserer Zeit. Die eine Welt mit Weltgemeinschaft und Weltstaat ist eine Utopie unserer Zeit. Wir haben den Nationalstaat bereits ein gutes oder schlechtes Stück hinter uns gelassen. Und die Bedingungen dieses Nationalstaats, nämlich nationale Souveränität und zwischenstaatliches Völkerrecht, sind bereits so weit verloren gegangen, dass wir an einer Rückkehr auf die vorige historische Stufe ernsthaft zweifeln müssen. Die Multiminoritätengesellschaft ist zu weiten Teilen Realität. Jede vierte Person in Deutschland hat einen sogenannten Migrationshintergrund. 11 Millionen Ausländer leben in unserem Land. Und auch bei den autochthonen Deutschen herrscht keineswegs Einvernehmen darüber, was die deutsche Nation eigentlich ausmacht. Das Wichtigste aber ist, der Staat selbst geht entschlossen voran bei der Heterogenisierung Deutschlands. Und der Widerstand dagegen hinkt hinter den Fakten her, die im Zeitraffer geschaffen werden. Das heißt, sogar wenn die Bürger irgendwann ihren Widerspruch gegen die Entwicklung einlegen, wird eine andere, bessere Regierung mit den Zuständen umzugehen haben, die sie vorfindet. Was also tun? Sehr geehrte Herren, was ist die Gretchenfrage unserer Zeit? Der von mir hochgeschätzte Jurist Thor von Waldstein sagt in seinem Vorwort zu Hermann Hellers Buch Sozialismus und Nation, ich zitiere, die Gretchenfrage der kommenden Jahre lautet nämlich, ist die oppositionelle Rechte in hellerschem Geist fähig und willens, zum Zweck der Zuspitzung der eigenen Programmatik an das verratene Erbe des nicht internationalsozialistischen deutschen Sozialismus vor 1933 anzuknüpfen. Diese Gretchenfrage ist eine soziale Frage und lautet verkürzt, gelingt die Integration der Arbeiter in die Nation? Ich möchte die Gretchenfrage unserer Zeit etwas anders formulieren, aber vorher kurz innehalten. Denn Gretchenfragen sind eine heikle Sache. Wer eine Gretchenfrage vernimmt oder verkündet, der begibt sich automatisch in die Rolle von Goethes Faust. Die Frage des Gretchen lautet bekanntlich, nun sag, wie hast du es mit der Religion? Faust ist die Frage sichtlich unangenehm, denn er hat seine Seele an Mephistopheles verkauft. Aber auch das Faustische gehört ja zur deutschen Volksseele und deshalb dürfen wir Gretchenfragen nicht aus dem Weg gehen. Gerade nicht in einer Zeit, in der Mehrheiten solche Fragen mit Greta Thunberg beantworten würden. Mit der Religion haben wir es nicht so. Wir haben es mit dem Klima und dieses Klima wollen wir retten. Ich sage, die Gretchenfrage unserer Zeit lautet, wie haben wir es mit dem Volk? Oder besser noch, wie haben wir es mit den Völkern? Wie ist ein Zusammenleben zwischen Gruppen möglich, die kein einheitlicher politischer Wille mehr verbindet? Diese Gretchenfrage ist also durchaus ethnologisch und sozial, nur sofern sich das Soziale auf das Zusammenleben der Menschen bezieht und nicht auf die Klassenlage oder auf die Umverteilung von Vermögen. In der Multiminoritätengesellschaft ist Ethnizität eine Frage von höchster Dringlichkeit, und zwar für jeden. Egal ob Grüne, Rote, Schwarze oder Blaue oder Gelbe, jede Partei muss auf diese Frage eine Antwort finden. Ethnomanagement, Identitätspolitik ist eine Aufgabe, die keine Ausflüchte zulässt. Denn Ethnizität ist für alle Politikfelder von Bedeutung, auf die wir fliehen könnten. Wirtschaft, Sicherheit, Kultur. Aber wir müssen uns vor einfachen Antworten in Acht nehmen. Es wäre zu einfach, so zu tun, als würden Ethnos, also die Abstammungsgemeinschaft, und Laos, also das Staatsvolk,
jetzt sofort einfach wieder zur Deckung kommen können und müssen. Die Homogenität des Staatsvolks ist in weiten Teilen Mittel- und Westeuropas keine Realität mehr. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Demokratie. Welche Rolle die Minderheiten in dieser Demokratie spielen, ist mit der Integration der Arbeiterschaft in die Nation noch keineswegs beantwortet. Es ist aber auch zu einfach und darüber hinaus falsch, die Gretchenfrage unserer Zeit zu beantworten wie Robert Habeck von den Grünen und zu sagen, Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht. Oder wie die frühere Juso-Chefin Franziska Drosel, die sagte, ja, also deutsche Nation, das ist für mich überhaupt nichts, auf was ich mich positiv beziehe, würde ich politisch sogar bekämpfen. Sogar wenn 99% aller Deutschen die Gretchenfrage in diesem Sinn beantworten würden, weil sie ihre Seele an den Multikulturalismus verkauft haben, spräche ein Faktum gegen diese Antwort. Die Mehrheit der Migranten definiert ihre Identität durchaus über ethnische Faktoren wie Herkunft oder Religion. Gerade die vielbeschworenen Clans bilden abgeschlossene Gemeinschaften, die endogam sind, also untereinander heiraten und sich gerade nicht als Kosmopoliten definieren. Der Kosmopolitismus oder Multikulturalismus ist also ein westlicher Sonderweg, dessen Erfolg keineswegs feststeht. Familienverbände sind hartnäckig und sie lassen sich durch Integrationsprogramme weder beeindrucken noch auflösen. Sie setzen sich eigene Regeln und stellen die Solidarität im Clan, auch dann über die Solidarität der Staatsbürgerschaft, wenn sie neben dem illegalen Haupterwerb noch Hartz IV beziehen. Es ist eine banale Wahrheit, dass Araber und andere ethnische Minderheiten in der Tendenz niemals ein Staatsbewusstsein ausgebildet haben wie die Deutschen. Zwischen dem Islam und der Sippe dulden sie keine intermediären Größen, weder den Staat noch die Gewerkschaft. Mit den Türken wiederum verhält es sich anders. Die Türken kennen ein spezifisches Staatsethos. Institutionen wie das Militär haben bei ihnen einen hohen Stellenwert. Und deshalb dürften sie im kommenden Staat eine andere Rolle spielen. Hier sind eher Loyalitätskonflikte zwischen dem deutschen und dem türkischen Staat in Betracht zu ziehen. Aber was die Organisation der muslimischen Minderheiten angeht, wird den Türken in Zukunft sicherlich eine Schlüsselrolle zukommen. Was aber ist mit dem deutschen Ethnos? Kürzlich sprach die Bundestagsabgeordnete der Linkspartei Ulla Jelbke bei einer Clan-Konferenz in Berlin den denkwürdigen Satz, ich zitiere, wir sollten über deutsche Familienclans sprechen. Das war natürlich Unsinn. Jelbke wollte damit andeuten, dass deutsche Unternehmer vergleichbar kriminell agieren wie Clans der organisierten Kriminalität. Ihr Satz ging weiter, ich zitiere, warum wird organisierte Kriminalität von den Reichen und Kapitalisten nicht angeklagt? Nun, die wertschöpfende Tätigkeit mittelständischer Familienunternehmen ist natürlich keinesfalls mit Drogenhandel, Schutzgelderpressung und Zuhälterei zu vergleichen. Aber trotzdem trifft Jelbke einen wunden Punkt. Wir sollten über deutsche Familienclans sprechen. Die Familie ist nach wie vor der Zellkern des deutschen Wohlstandes. Und trotzdem definieren sich die Deutschen in erster Linie als Staatsbürger. Als Bürger also eines Staats, der ihre Interessen längst preisgegeben hat. Und hier sollte ein Umdenken stattfinden. Das deutsche Ethnos existiert auch unabhängig vom Staat und muss unabhängig von ihm gedacht werden können. Es zeichnet sich aus durch Erfindungsgeist, durch Organisationsstärke und Gründlichkeit. Was wir brauchen, ist ein neues Ethos der Gemeinschaft und ein neues Ethos des Staats. Der Staat der Multiminoritätengesellschaft unterscheidet sich nämlich wesentlich vom alten Nationalstaat. Staatliche Tätigkeit wird künftig weniger darin bestehen, Wohlfahrt zu gewährleisten, als Konflikte zu stillen und Ordnung herzustellen.
Historiker Rolf-Peter Sieferle hat in seinem vielbeachteten Buch über das Migrationsproblem festgestellt, dass Sozialstaat und freie Einwanderung unvereinbar seien. Das ist auf Dauer richtig. Richtig ist aber auch, der Sozialstaat hat die Migration der letzten Jahrzehnte überhaupt erst möglich gemacht. Das liegt nicht nur daran, dass man versäumt hätte, ihn rechtzeitig auf Deutsche zu beschränken. Der Sozialstaat ist von Anfang an so gestrickt, dass freiheitliche Bürgerrechte zu universalen Anspruchs- und Teilhaberechten umfunktioniert werden. Und natürlich müssen wir die Grundrechte nach und nach wieder zu Abwehrrechten zurückbauen. Die Freiheit vor dem Staat und Freiräume für selbstbestimmte Lebensgestaltung einräumen. Die Vision eines Sozialstaats nur für Deutsche ist heute meines Erachtens allerdings nicht mehr zu verwirklichen. Erstens sprechen die demografischen Tatsachen dagegen. Zweitens kann der Staat keine echte Solidarität mehr begründen. Denn echte Solidarität kann nur zwischen Menschen bestehen, die sich persönlich kennen oder in organischen Gemeinschaften miteinander verbunden sind. Solche Gemeinschaften können künftig wieder entstehen. Sie können aber nicht vom Staat verordnet werden. In seinem Buch schreibt Sieferle auch, ich zitiere, die Förderung der Massenimmigration führt nicht zu einer amorphen Individualisierung und Atomisierung der europäischen Völker, sondern zu einer neuen multitribalen Strukturierung. Dies geschieht innerhalb der ehemaligen Nationalstaaten, deren ursprüngliches Volk sich nun als Stamm unter Stämmen konstituieren muss, wobei auch die Zuwanderer sich als tribale Einheiten mit eigener Führung und eigenen Regeln ausprägen werden. Diese Aussicht ist nicht schön. Aber die entscheidende Frage lautet, ist Sieferles Befund richtig? Müssen wir ihm uns stellen? Oder können wir ihn ausblenden und so handeln, als bestünde die Homogenität des Staatsvolks noch? Oder als wäre sie mit wenigen Handgriffen wiederherzustellen. Wenn Sieferles Befund richtig ist, müssen wir uns darauf einstellen. Die politischen Verwerfungen, die Sieferle auf uns zukommen sieht, werden zu groß sein. Sie werden zu schwer zu bewältigen sein, als dass wir ihnen mit Nostalgie begegnen dürften. Wohin sich unser Staat entwickeln wird, das ist maßgeblich durch die Fehlentscheidungen der Vergangenheit bestimmt. Gewalttätige Konflikte werden zunehmen, Verteilungskämpfe werden ausbrechen. Und wenn wir in den Kategorien der alten Bundesrepublik weiterdenken, wird aus der Tragik der Allmende eine Tragödie werden. Die Tragik der Allmende oder der Weide besteht darin, dass die freie Verfügbarkeit von Ressourcen zur Übernutzung führt. Ressourcen, die vom Staat durch Besteuerung oder mit anderen Mitteln eingesammelt werden, sind frei verfügbar für alle Staatsbürger und sogar für alle Bewohner, die neu dazugekommen sind. Und die gängigen Verfahren der Umverteilung begünstigen weiterhin die Einwanderung in den Sozialstaat und begründen Dynastien von Nettostaatsprofiteuren. Wir sitzen auf einer tickenden Zeitbombe. Vor allem das Umlageverfahren der Rente führt in Kombination mit dem Rückgang deutscher Geburten zu einer Umverteilung zugunsten von Neubürgern. Die Rechnung von 1957, dass sich der demografische Trend fortsetzen würde und die Deutschen immer mehr Kinder in die Welt setzen würden, ist nicht aufgegangen. Und ebenso wenig geht die Rechnung oder das Versprechen auf, dass Zuwanderer unsere Renten in Zukunft finanzieren werden. Das Gegenteil ist der Fall. De facto haben wir einen gemeinsamen Rententopf mit Einwanderern, die erheblich weniger einzahlen werden als deutsche Nettosteuerzahler, die jetzt schon nur noch 25 Millionen Personen ausmachen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Selbstverständlich müssen wir diese Fehlentwicklung auch im Detail beheben. Wir müssen gesetzliche Korrekturen vornehmen, um die Allmende einzuzäunen und Ressourcen bereitzustellen, wo sie ungerechterweise fehlen.
Wir müssen die Rentenarmut bekämpfen und dafür sorgen, dass der Staat entweder aus Steuermitteln oder durch Umlage eine ausreichende Rente für Personen gewährleistet, die lange eingezahlt und Kinder großgezogen haben. Es darf nicht sein, dass der deutsche Rentner darauf angewiesen ist, Pfandflaschen zu sammeln. Aber diese Korrekturen werden langfristig nicht ausreichen. Wir brauchen eine Politik der mutigen Umgestaltung. Dazu gehört ganz selbstverständlich, den Magnet für Armutsmigration abzustellen. Geldleistungen für Asylbewerber müssen in Sachleistungen umgewandelt werden. Überhaupt ist das individuelle Grundrecht auf Asyl in Zeiten der Massenmigrationsströme überholt. Dieses Asylrecht muss abgeschafft werden. Ein Menschenrecht auf Asyl, wie es der UN-Migrationspakt unter dem Strich vorsieht, dürfen wir niemals akzeptieren. Und auch das Geburtsortprinzip muss wieder durch das Jus Sanguinis ersetzt werden, wie es bis zur Jahrtausendwende noch Geltung hatte. All das muss getan werden, aber all das ändert nichts am demografischen Trend und am Grundbefund. Unser Sozialstaat führt, so wie er gestrickt ist, zu einer Entsolidarisierung und Enteignung der Familien. Das deutsche Volk ist kein schwaches, sondern ein starkes Volk, auch wenn es sein Volksbewusstsein vorübergehend abgelegt hat. Wer in Not gerät, darf natürlich nicht zurückgelassen werden. Aber wir dürfen nicht den Fehler begehen, das deutsche Volk als ein Volk von Notdürftigen misszuverstehen. Sie, meine Herren, bilden die Intelligenz dieses Landes. Und wir brauchen in Zukunft intelligente Akademiker, intelligente Arbeiter, intelligente Ingenieure und intelligente Politiker. Intelligenz ist eine Ressource, deren Verteilung die Gesellschaft gliedert. Wer über diese Ressource verfügt, der verträgt keinen Staat, der weiterhin das soziale Gefüge manipuliert. Auf vielen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens muss der Staat die Eigenverantwortung und Selbstbestimmung wieder zulassen. Es braucht Freiräume, die deutschen Familien erlauben, für sich und ihre Angehörigen zu sorgen und Vorsorge zu treffen. Eine Rentenversicherung, die auf Kapitaldeckung statt auf Umlageverfahren beruht, kann solche Freiräume gestatten. Denn jeder bekommt ausgezahlt, was er für sich und seine Familie auch eingezahlt hat. Die Rendite, die ein privater Rentenfonds abwirft, hängt nicht von der Einwanderung neuer Beitragszahler ab. Der fiktive Generationenvertrag ist widerlegt, denn lebende Staatsbürger können mit ungeborenen Staatsbürgern keine Verträge schließen. Aber sie können mit ihren Kindern Verträge schließen. Und deshalb ist eine private Rente auch eine Ethnorente, die Gleichmacherei auf niedrigem Niveau verhindert. Das deutsche Ethnos ist vorerst von den Monumenten der Staatlichkeit ausradiert. Aber seine Buchstaben stehen noch geschrieben. Ich will schließen mit der Strophe eines Gedichts von Stefan George. Nur was im schützenden Schlaf, wo noch kein Taster es spürt, lang in tiefinnerstem Schacht, weilicher Erde noch ruht, Wunder undeutbar verheut, Geschick wird des kommenden Tages. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierher. Vielen Dank an den Herrn Kisoudis. Was im Vortrag bereits angesprochen worden ist, was ich vielleicht auch nochmal in diesem Rahmen kurz aufgreifen möchte, ist der Anschlag auf unser Wirtschaftsdenkmal. Wie wir in diesem Jahr besonders schlimm erlebt haben, steigt der Druck auf die deutsche Wirtschaft durch linke Extremisten wieder enorm. Einige Verbandsbrüder erinnern sich sicher an den verkürzten Fackelmarsch in Eisenach, den wir durchführen mussten durch linksextreme Fotografen, Antifa-Fotografen aus Halle, wenn mich nicht alles täuscht.
Dann hatten wir in der letzten Woche das Anschlag auf unser Denkmal. Und auch die Verbandstagung, die wir über dieses Wochenende haben, wurde von Linksextremen und letztlich auch von staatlicher Seite torpediert. Wir erleben also eine Zeit, in der es für uns wichtig ist, wieder enger zusammenzurücken, zusammenzuhalten. Und deswegen möchte ich auch an alle Anwesenden, auch im Namen des Vorstandes des Denkmalerhaltungsvereins Eisenach e.V., nochmal den Appell an Sie richten, wenn Sie die Möglichkeit haben, spenden Sie an den Denkmalerhaltungsverein zur Restauration des Denkmals und zur weiteren Sicherung des Denkmals. Die muss unbedingt nachgerüstet werden, damit solche fatalen Angriffe auf unser Denkmal nicht wieder passieren können. Wir machen jetzt eine kurze Pause. In 10 Minuten spricht mein Bundesbruder Dubach von der Liste.